Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World bei mir, eurem Feuerstachel. Nachdem wir im letzten Part Level 3.8 abgeschlossen haben und dadurch diesen kleinen Galuku und Yoshi hier freigeschaltet haben, wollen wir nun weitermachen mit Level 3S, dem dritten Speziallevel, der Flug des Wolkenwilli. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich durch. Auch wenn die Level ziemlich knackig werden, hoffe ich mal, dass wir hier halbwegs gut durchkommen werden. Salami-Taktik for the win! Genial und boah, wie gemein. Gemischte Meinungen anscheinend. Also schauen wir uns dein Level doch gleich mal selbst an. Und der erste Eindruck vom Level. Es ist ein Scrolling-Level, also schon ziemlich interessant. Ich glaube, Scrolling-Level hatten wir bis jetzt noch gar nicht, oder? Ich meine, es ist zwar schwierig und die Geschwindigkeit gerade irgendwie auch angezogen, oder? Bilde ich mir das nur ein. Jetzt ist sie plötzlich wieder auf Formel-1-Niveau, oder jetzt ist sie auf Formel-1-Niveau. Am Anfang war sie irgendwie total easy. Aber jetzt wird es irgendwie total schwierig. Oh, ganz geschickt durch die Mitte durch und weg mit euch, lasst mich in Ruhe, ich will euch nicht, ich mag euch nicht. Okay, ich mag euch schon, ihr seid voll süß und so, aber meh. Okay, konnte ich einkassieren? Vielleicht schaffe ich es noch, mich nach vorne hin zu pendeln, damit ich es hier schaffe. Und, ja, sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Was meint ihr, vielleicht schaffen wir es. Und, schnell runter, jawohl, nach oben und hier hoch, schnell runter. Und, einkassieren. Und es sieht schon mal recht knackig aus, wirklich. Finde ich cool. Okay, schnell nach oben. Weil ich denke, da unten im Kleinen ist eh nichts drin. Nichts Bewegendes zumindest. Und hier durch. Nein, den da oben muss ich noch einkassieren, danke. Oh, 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 warum komme ich nicht? Warum habe ich den gekillt? Ich habe gerade da durchgeglitscht. Warum war ich da durchgeglitscht, Freunde? Komisch. Ja, okay, probieren wir es jetzt einfach nochmal. Wir haben ja schon mal den Weg bis dahin zumindest gesehen. Das heißt, am Anfang wirklich alle Wollknäuel einsammeln, die nur geht. Und irgendwie versuchen, da oben die Wolke noch mitzunehmen, beziehungsweise die Sonnenblume oder Grinseblume. Manche von euch haben ja gesagt, die heißt Grinseblume. Deswegen, ja, so nenne ich sie jetzt einfach auch mal so. Weil wenn es der normale Name ist, will ich mich natürlich auch dem normalen Namen aneignen. Oder will ich mir den normalen Namen auch aneignen? Okay, komm. Lass mir nach oben, helf mir nach oben. Okay, komm. Oh, wir haben schon wieder fast keine Herzen, das heißt, den Level muss ich auf jeden Fall nochmal offscreen machen, um die Herzen einzukassieren, weil ich denke, die Herzen wirklich im Let's Play dann live noch mitzukriegen, wird sehr schwierig werden. Ich meine, selbst der Rest hier dürfte schon sehr schwierig werden. Okay, kann ich irgendwie schnell nach unten? Nicht? Okay, danke. Trotzdem habe ich einfach mal nachgefragt, weil ich meine, nachfragen schadet ja nicht. Okay, kommt, oben sind welche drin, mit Sicherheit. Und hier oben auch noch. Ja, das sieht schon mal sehr interessant, wirklich. Finde ich wirklich sehr interessant. Da unten einkassiert. Guti. Und was ist hier drin? Herzen. Okidoki. Herzen braucht man ja unbedingt, oder? Ja, braucht man schon. Okay, wir sind hier so weit vorne wie bis jetzt noch nie, obwohl ich so viel plapper. Das freut mich. Okay, komm. Zwei Stempel einkassiert. Monty, komm zu Papa. Danke. Nein, ich wollte ihn behalten. Okay, ja, hat halt so ein bisschen was einkassiert. Auch cool, wirklich. Finde ich auch schon ziemlich cool. Ich will Monty haben. Danke. Okay, komm, lass mich nach oben. Weg mit dir. Jawohl. Einkassiert. Und hier unten noch weg. Weg mit dir. Danke. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Freunde, bitte nichts Schwieses. Wir haben alle. Nein, ich wurde gekillt. So kurz Moment. Bitte. Oh. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Jetzt wissen wir den Levelablauf ja auch schon so ungefähr. Vielleicht schaffen wir es sogar, die vollen Herzen zu behalten. Wäre auf jeden Fall richtig episch. Ich probiere auf jeden Fall mein Bestes, Freunde. Und ja, da starten wir einfach mal in eine glorreiche Zukunft durch. Mit uns und den kleinen Montys hier zusammen. Ich glaube, die Montys wollen mir wirklich. Die wollen mir nichts. Die tun euch nichts. Keine Angst. Die wollen nur spielen, Freunde. Wirklich. Die tun euch nichts, die spielen nur. Die rennen euch zwar hinterher, knurren, bellen, beißen euch, aber nein, die wollen nur spielen. Genauso wie auch manche Hundebesitzer dauernd das sagen. Ich meine, es ist zwar schön und gut, dass man das sagen kann. Ich meine, für einen selbst ist es vielleicht auch wirklich so. Aber bei anderen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht ist der Hund nur bei einem selbst lieb und bei anderen ist er dann wirklich schon eine ganz schöne Helmbrut. Okay, das war eher ein Fail. Aber ich sterbe da eh, deswegen muss ich nicht unbedingt auf Neu starten drücken. Das macht es schon automatisch. Oh, der Level hier ist echt knackig, gefällt mir wirklich, weil so eine Geschwierigkeit, was heißt Geschwierigkeit, so eine Schwierigkeit
die hebt schon mal ein bisschen den Spielspaß, weil wenn man jetzt einfach nur durch die Level durchlädt und einfach nur wirklich nach den Geheimnissen suchen muss, beziehungsweise nach dem Verstecken, dann ist es ja auch schon mal ziemlich einseitig und ziemlich, ja, mittlerweile langweilig, will ich gar sagen. Wobei, langweilig wird es wahrscheinlich eh nicht. Und ich habe den gerade eben nicht ernsthaft gekillt. Freunde, wichtige Regel in diesem Level, killt nicht den Kugelwilli. Er ist euer Führer. Was heißt euer Führer? Er ist euer Führer. Wenn ihr den killt, läuft hier gar nichts mehr. Man könnte ihn auch irgendwie als Boss bezeichnen. Wenn der Boss sauer auf dich ist, dann läuft nichts mehr wirklich. Dann bist du gefeuert und kannst dir wirklich gar nichts mehr reißen. Deswegen immer schön den Boss in die Hände sprechen und sagen, Sie sind der beste Boss. Boss, das machen Sie super. Ja. Ja, Kugelwilli, du schaffst das. Beziehungsweise schaffen wir das wahrscheinlich eh. Ich meine, er ist der Einzige, der wirklich ankommen kann. Ob ich es jetzt wirklich schaffen werde, hier anzukommen, am Ziel ist dann eine andere Sache. Aber ich werde auf jeden Fall mal mein Bestes probieren. Hab mal wieder ein bisschen Herzen verloren, deswegen die Herzen kriege ich auf jeden Fall nicht mehr in 100% in diesem Run. Aber vielleicht ja den Rest. Oh, das gerade eben war knapp. Ich muss wirklich merken, wenn ich was im Mund habe, beziehungsweise wenn ich einen von diesen kleinen Scheigeist im Mund habe, dass ich dann wirklich darauf achte, den zuerst zu verdauen, bevor ich jetzt weitermache im Level. Gerade noch so einkassiert, gut. Das läuft. Kann man wirklich mal das läuft durchgehen lassen, oder? Nein, den lassen wir da oben. Und. Nein. Ach, Mann. Merkt euch, den Führer nicht killen. Wirklich, den Führer nicht killen. Ansonsten kommt ihr hier nicht weiter, wirklich. Das ist sozusagen euer Todesurteil, wenn ihr den da wirklich mitnehmt. Oh, ich frag mich, wie lange wird dieser Level hier wohl noch gehen? Ich glaube, wenn man den wirklich in einem Rush durch hat, 5 Minuten, oder? Weil ich meine, es scrollt ja, das heißt, es muss ja praktisch schnell zu Ende sein, aber man muss es eben erstmal schaffen und ich denke, das ist die einzige Schwierigkeit in dem Level, nicht lange durchzuhalten, sondern einfach nur, dass man das Scrolling überlebt. Okay, komm, weg mit euch, ich gönne mir die paar hier und mit denen komme ich dann einfach da hoch, oder? Jawohl. Oh, das Commentary hier kann ich mir auch wirklich richtig genial vorstellen. Ich wette, wenn ich es mir am Ende so anschaue, kommt dann alle 2 Sekunden so, jawohl. Oh ja, genial, haben wir geschafft. Ja. Das dürfte schon mal sehr interessant werden. Oh, war ja. Okay, komm. Puh. Nein, ich hab den gekillt. Ich hab den echt schon wieder gekillt. Schon wieder. Warum mache ich das? Warum? Vielleicht merkt ihr es, vielleicht merkt es nicht, aber diese Szenerie ist jetzt auf jeden Fall nachkommentiert. Denn ich habe länger, als ich eigentlich gedacht hätte, an diesem Level gehangen. Ich glaube so um die Stunde rum. Weil er ist einfach ziemlich knackig, knackiger, als ich am Anfang gedacht hätte. Erster Tipp, am Anfang wirklich jedes einzelne Wolkenäuel mitnehmen, denn ihr braucht sie gegen Ende auf jeden Fall allesamt. Weil ansonsten müsst ihr wirklich auch Gegner, während ihr durch den Level Jump verspeisen und das kann euch Zeit kosten und dadurch auch den Kugelwilli. Das heißt, ihr würdet dann einfach von ihm runtergejumpt und beziehungsweise runtergeschmissen und dann ist der Level eigentlich für euch auch schon Geschichte, genauso wie wenn ihr ihn auch beseitigen würdet. Was ich auch ein paar Mal gemacht habe, ich weiß nicht, was da mit mir abging. Ich glaube, das macht man immer aus Versehen. Dann verspeist man plötzlich den Kugelwilli und denkt so, yay, ein Wolkenäuel mehr. Dann denkt man sich, woher kam das Wolkenäuel? Ja, vom Kugelwilli, grandios. Und dann ist das Level auch schon vorbei. Hier auf jeden Fall schon, bevor ihr das überhaupt im Bildschirm erblicken könnt, schießen. Denn ansonsten seid ihr unter enormem Stress. Hier habe ich auch gemerkt, kein Wolkenäuel verschwenden. Einfach ihn einkassieren und sofort wieder ausspucken. So habt ihr erstens Zeit gespart und zweitens auch ein wertvolles Wolkenäuel. Hier sofort nach unten, weil ansonsten habt ihr die Möglichkeit, auch mal in den Abgrund zu fallen, was natürlich eine Premium-Aktion ist, allerdings euch nicht im Levelverlauf weiterhelfen wird. Hier bei den Montus habe ich gemerkt, wenn man nur auf die Herzen geht, sollte man die Kugelwilli sofort einspeisen, das heißt sofort vernaschen, dass die Montis jetzt gar nicht auf eure Plattform kommen, das heißt auf euren Kugelwilli. Allerdings, wenn ihr auch die Stempel und alles drumherum haben wollt, ist es schon etwas schwierig, die ganzen Kugelwillis wirklich zu verspeisen bzw. mit dem Wolkenäuel abzuschießen, das heißt einfach draufbleiben und die Montis verspeisen bzw. auf sie draufjumpen. Hier habe ich ernsthaft gedacht, ich würde es nicht mehr schaffen, aber es dann irgendwie doch noch geschafft, weil ich habe mir gedacht, vielleicht verspeise ich den Kugelwilli mal kurz und schießt ihn einfach nach vorne. Hätte gar nicht damit gerechnet, dass es wirklich noch klappt, aber es hat anscheinend echt geklappt. Und hier war sicherlich ein Bug. Das war wirklich sicherlich ein Bug, aber er hat mir enorm weitergeholfen, denn so kam ich dann noch durch. Und dadurch habe ich gemerkt, Freunde, da unten müsst ihr einfach nur euch dahinstellen. Und ansonsten macht der Rest eigentlich das Spiel von sich aus, weil das Scrolling hilft euch da durchzukommen. Und gerade eben diesen einen Treffer. Ich könnte mir so ins Bein beißen, dass ich da getroffen wurde. Ich hätte wirklich das ganze Level schon mit diesem einen Run abschließen können. Und dann lasse ich mich noch direkt vorm Schluss treffen.
Oh Mann. Naja, zumindest gibt's ein Bonusspiel zur Besänftigung und hier sehen wir nochmal, dass ich wirklich fast alles eingesammelt habe, außer eben die 5 Herzen. Oh Mann, das war wirklich eine ziemlich gemeine Aktion, dass er den Speer auf mich gerichtet hat. Naja, sonst habe ich hier alles gesammelt gehabt und jetzt seht ihr wieder im Live-Kommentar den Bonus-Level. Viel Spaß. Das haben wir bis jetzt auch noch nie gehabt. Interessant. Okay, dann bahnen wir uns jetzt mal einen Weg nach oben. Okay, komm, dein. Jawohl. Und so. Ich denke mal einfach geradeaus hier rüber. Dann haben wir auch eine Wassermelone bekommen. Jawohl. Und von hier oben einfach runtergleiten lassen, oder? Ja. Dann können wir den ganzen Rest einsammeln. Und den bitte auch noch. Jawohl. Und nochmal neue hier. Nochmal neue. Wuhu. Immer schön Kiwi und alles drum und dran. Wir haben noch 4 Sekunden. Das schaffen wir eigentlich noch, oder? Ein bisschen was einzusammeln hier oben noch. So, jawohl. Wie viele Punkte waren es jetzt? War auf jeden Fall schon mal ganz akzeptabel. 2550, mein neuer Highscore im Bonusspiel. Genial. Oh, und was für einen Yoshi haben wir jetzt freigeschaltet? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und? Yoshi! GameCube Yoshi wurde wieder zusammengegelt. Ah, also alles nur Nintendo-Konsolen, die man aus den Spezialeventen freischaltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich diesen Level jetzt 100% abgeschlossen habe. Bis gleich, Freunde. Und damit, liebe Freunde, haben wir auch diesen Level nun zu 100% abgeschlossen und ich glaube, ich bin sichtlich erleichtert. Oh Mann, der 3. Speziallevel, der war ja schon eine harte Nuss. Ich hoffe mal, der 4. wird dann wieder kein Scrolling-Level, weil ansonsten dürfte das wieder happig werden. Und überall ein goldener Stern, wir haben es geschafft, Freunde. Mit diesem Level haben wir nun auch in Welt 3 wirklich in jedem Level die 100% erhalten. Buja, überall ein goldener Stern, liebe Freunde. Wirklich überall. Oh, ich bin so happy, dass ich jetzt auch die 3. Welt zu 100% abgeschlossen habe. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, um mich zu unterstützen und es mich auch gleichzeitig wissen zu lassen. Und wie immer könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um nichts von meiner Wichtigkeit jemals mehr zu verpassen. Und wie immer, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Jo Leute, euer Feuerstachel. Haut rein und ciao. Da geht's dann weiter mit Welt 4. Anscheinend einer Waldwelt. Dürfte spannend werden. Wir sehen uns dann da wieder. Bis dann, Freunde. Haut rein und ciao.